Was geht ab, meine Seefighter Oser hier und willkommen zu einem weiteren Sum-Video auf Naruto Blazing. Denn heute auf der globalen Version ist unser Boy Shisui als nächster Blazing-Festival-Charakter erschienen. Dennoch, Freunde, muss man hier eigentlich nicht unbedingt summonen. Shisui ist zwar nice, aber kein Must-Have, würde ich mal sagen. Denn wir bewegen uns auch natürlich auf Blazing gen Weihnachten und Neujahr zu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch gute Banner droppen könnten. Deswegen würde ich euch vielleicht auch hier empfehlen, sparen zu können. Und aber auch, weil am 24. Dezember ist der Geburtstag von Madara. Heißt, da könnt ihr eventuell einen Madara-Banner droppen. Das wird vermutet. Ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war. Da wisst ihr auf jeden Fall mehr. Hilft euch da gegenseitig in den Kommentaren aus. Das tut ihr auf jeden Fall am besten gut. Oder bei mir auf dem Discord-Server im Hashtag BlazingChannel. Damit ihr da Bescheid wisst auf jeden Fall. Wir werden nicht die ganzen neuen Mutis machen können. Ich habe 300 Pearls. Werden wir gleich sehen, wie die Steps aussehen. Aber heute Abend wird auch gestreamt, Freunde. Schaut in die Stream-Beschreibung. Da machen wir vielleicht eventuell den Phantomcast. Es sollte online sein. Muss mal gucken, woher ich die bekomme. Aber da werden wir im Stream schlauer. Oder auch die neue Emergency-Mission von Juzo werden wir da unter anderem bewältigen. Unser Boy Juzo hier an der Stelle. Also so gameplay-technisch, falls ihr Lust habt, könnt ihr heute Abend im Stream reingucken. Der Plan ist in der Beschreibung, wann wir genau live gehen auf Twitch. Aber außerhalb davon, Freunde, haben wir eigentlich, denke ich, alles abgedeckt und können rüber zum Summon. Wie gesagt, Shisui hätte ich wirklich gerne. Ich habe weniger gute Skill-Type-Charaktere, sage ich mal. Mein Bonus-Skill-Type-Team wäre nice, wenn dann quasi ein Shisui vertreten wäre. Aber auch, Freunde, Shisui als auch ein weiterer Uchiha-Charakter. Ich würde ihn gerne haben. Ich meine, wer Shisui kennt, der muss ihn einfach, der findet ihn, glaube ich, einfach nur geil, oder? Oder der hat zumindest mal nichts gegen ihn. Aber wir wissen jetzt hier, The Legend of Step-Up Summon. Wie sehen denn die Step-Ups aus hier an der Stelle? Gucken wir uns das Ganze mal an. Wenn wir quasi eine komplette Routine machen, sind das 400 Pearls, sollten das sein, haben wir ihm im 9. garantiert. Und dann gibt es wieder diese Step-Ups, wie gesagt, ob ihr Summon wollt, müsst ihr selbst entscheiden. Erstes Summon haben wir 40 Pearls, okay, 50 statt 40, dann dreifach Rates auf Shisui. Und dann bekommt man einen von denen garantiert. Und von den garantierten wäre es mehr als krank, wenn ich Kabuto, Kaguya oder einen weiteren Six-Path Madara ziehen könnte. Über Ding würde ich auch nicht schlecht finden, Sakura. Ich glaube, die ist eine gute Healerin, falls sie healen kann, aber ich denke, sie sollte healen können. Und dann geht es so weiter mit dem Step-Up-Sum, Freunde, 30 Pearls. Bei dem 5. sind wir bei 50 Pearls, 6-fach Rates und Level 6. Ah, ich glaube, wir kommen nur auf Level 4 oder 5, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, auf Level 5 kommen wir. Und wie gesagt, im letzten ist er dann garantiert, Freunde. So läuft das mit den Raids. Aber ich würde sagen, let's go, wir verlieren nicht viel Zeit und gehen mal rüber zu unserem Boy Shisui. Der sieht halt echt genial aus, Freunde. Der sieht echt genial aus. Wir gucken uns mal, ich habe nicht vergessen, wir werden uns mal die Karte anschauen. Das habe ich nicht vergessen. Wäre egal, wenn wir ihn ziehen, dann können wir anschauen. Wenn nicht, dann gucken wir mal in die Informationen rein, ob wir da ein paar Informationen bekommen. Sicherlich so, wie seine Supertext aussehen, etc. So, das Overall an der Stelle. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze gefällt, oh, Gott sei Dank, 2 Golds, dann drückt auf den Abo-Button, Freunde. Jede Unterstützung zählt und auch über jede bin ich auf jeden Fall dankbar. Wir hatten hier von den Step-Ups gar nichts, also nur reduziert. Statt 50 Pearls, 40 Pearls. Wir haben aber 2 goldene Charaktere. Jetzt bin ich gespannt. Gaara, okay, ja, der ist, glaube ich, Fake SS, oder? ich glaube, die zwei, die sind mehr Fake Gold, geht gar nicht. Ich glaube nicht, dass das gute Charaktere waren. Was, wie sieht das Step 2 aus? Oh Mann, 2 Gold wären das. Das wären. Ah, warte mal, was haben wir für Raids? Ich glaube. Oh, jetzt haben wir dreifach Raids. Okay. Aber wir haben, glaube ich. Was haben wir für Raids hier an der Stelle? Ich glaube, es sind 0,33%. Genau, und jetzt haben wir aber 1% für Shisui im zweiten Step. Puh, Shisui, Uchiha. Ikuzo! Let's go, let's go, let's go. Sasuke, komm hinzu, my friend. Wir haben dich so lange gesucht, da musst du auf jeden Fall immer dabei sein. Und wenn Sakura dazu kommt, Freunde, ist auf jeden Fall ein garantiert goldener Charakter am Start, ein 5-Star Charakter. Kann natürlich aber auch ein Fake-Gold-Charakter sein. Deswegen. Okay, immerhin haben wir einen und wir haben 1%. 1% haben wir an der Stelle für Shisui. Deswegen. Oh, wir haben halt legit nur einen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn du ein bisschen mehr gibst, ne? Ist sogar der letzte. Ne, der vorletzte. Okay, jetzt bin ich gespannt. 1% Rate für unser Boy Shisui. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warum? Warum zieh ich immer? Warum zieh ich immer? Warte mal. Oh, doch, ich hab mir gerade verwechselt. Warum ziehe ich immer Dupes? Ich weiß nicht, schlecht für die Abilities, aber boy,
Please, gib mir neue Charaktere. Mein Account ist noch mehr so ein bisschen frisch. Oh ne, ihr seht schon, ich muss auch noch meine Charakterliste kurz säubern. Das ist nämlich ein Dupe für den hier, bin ich mir ganz sicher. Das ist für den gewesen. Der ist gar nicht mal so schlecht, aber ja. Ich kläre mal kurz meine Charakterliste und sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, und zwar habe ich hier gerade gesehen, bei Juso, der hat einen Extra-Effekt. Ich glaube, das ist der Charakter für Phantom Castle. Und die Dame, die auf dem Bild war, die bekommen wir, glaube ich, aus dem Phantom Castle. So sollte das sein. Also, Juso werden uns heute auf jeden Fall erfahren im Stream. Und ich habe gerade nachgeschaut, Tenten und Gaara sind tatsächlich keine Fake-Gold-Charaktere. Und Freunde, ich werde Charaktere nur einblenden. Ja, also unter mir, da seht ihr dann quasi, wenn ich gepullt habe, die nicht Fake SSR sind. Weil Fake SSR Charakter, das ist wie wenn ich dann einen SR Charakter einblenden würde. Deswegen quasi Charaktere, die sich zum 6er awaken können, das seht ihr dann, wenn er quasi noch einen Stern ist, den ihr noch betätigen könnt. Die blende ich dann ein quasi, die SSR, wenn ich so sagen darf, die Goldcharaktere. Und oh mein Gott, Freunde, drückt mir bitte die Daumen, drückt mir bitte die Daumen, dass ich hier Kabuto, Kaguya, Marvera oder Sakura wäre auch nicht schlecht. Ja, wenn es Body Jedi ist, der ist auch nicht schlecht, Minato und so auch, aber die habe ich alle, die habe ich alle. Ich will wirklich neue Charaktere. Shisui, komm schon, mach kein Käse, komm schon, bitte. Eine von denen ist garantiert auf dem Foto, die wir gesehen haben, Freunde. Und ich hätte echt nichts dagegen, wie gesagt, ich hätte echt nichts dagegen. Oh, wenn es Kaguya, oh, Kaguya Madara oder Kabuto. Kabuto ist insane als Skill-Type-Unit. Oh, bitte, 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 komm schon, jetzt bin ich gespannt. Falls ihr summonet, Freunde, könnt mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt oder was ihr ziehen wollt. Wollt ihr Shisui? Ich denke, ja, natürlich, wenn man die summonet. 2 Gold. Einer davon ist garantiert. Okay, mit Shisui. Shisui will nicht. Es wäre mal nice, wenn wir nicht auf den allerletzten Step zugreifen müssten, um Shisui zu bekommen. Wäre das ein Ding, Blazing? Wäre das ein... Wäre kein Ding, wie es aussieht. Aber Blazing, was ist. Naja. Ja! Kaguya, das ist die... Das ist Hard Kaguya, oder? Ja! Die ist krank, die ist brutal. Ohne Dupes geht's vielleicht, aber mit Abilities ist die brutal. Geil, okay, hast du die gezogen, dann freut mich auf jeden Fall. Warum kann ich hier nicht direkt im Summon-Bildschirm gucken, welche Charakter was ist? Aber cool. Kaguya auf jeden Fall nice. Wir haben noch 160 Pearls. Ich glaube, wie viele Moodies bekommen wir eigentlich noch hin? Ich habe gar nicht nachgezählt. Wir waren jetzt hier. Den bekommen wir auf jeden Fall auch noch hin. Okay. Oh, wir bekommen. Oh, kommen wir bis zum 6. 130. Ja, wir kommen bis zum 6. Freunde. Heißt, wir haben nochmal jemanden. Und wir haben jetzt 3. Oh, Freunde. Die Legend of Discount Summon. Ihr kennt sie. Da haben wir bis jetzt immer kein Gold, keinen einzigen Goldcharakter gehabt. Bitte. Es ist ein Discount-Summon, ey. Gib mir wenigstens einen Goldcharakter. Und Sasuke ist nicht mal direkt dabei am Anfang. Gib mir wenigstens einen Goldcharakter aus dem Discount. Ich meine, es ist halt legit schade, wenn man aus den Discounts... Wenn man aus den Discounts keinen Goldcharakter zieht. Soll ich Sasuke noch kriegen? Blazing, hör mir zu. Ich habe nichts dagegen. Wenn jetzt dafür Shisui droppt, denn der hat jetzt 2%, Freunde. 2%. Wie gesagt, 2% auf Shisui. Oh mein Gott, wenn das ein Ding jetzt bitte wäre. Come on, man. Bide. Oh, warte mal. Hat das gerade ein bisschen länger gedauert als sonst oder habe ich irgendwas Falsches im Kopf? War das eine Hidden Message? Hat Sasuke als Uchiha-Member. Shisui. Beschwört er gerade Shisui? Hat er gerade irgendein Ritual gemacht, das wir nicht kennen? So Sharingan-like. Oder unten da im Untergrund mit der Tafel. Einer. Wirklich nur einer? Niemals ist es der. Tobi Dama, du verdammte Ratte. Ich hasse dich so oder so. Wirklich? Wirklich? Ich meine, okay, guck mal, die Sache ist die, auf den Garantierten komme ich, denke ich, schon noch. Ich kann was Gutes farmen aus Emergency-Mission, mein Account ist ja frisch, sage ich mal. Aber hey, wenn ich Shisui so im ersten Multi hätte, da würde ich auch sagen, Dankeschön, kann ich mitleben und tschüss. So, warum muss ich immer auf den 9. Warum muss ich auf den 9. gehen? Das sagen gerade 2% für Shisui und, oder Shisui, wie auch immer man den, oh, wir haben... Das ist der Garantierte, Freunde. Was ist denn das? Was ist heute los? Ich fand heute war nicht so viel Hype, um ehrlich zu sein, bei den Videos. Sie hatten Kaguya als neuen Charakter, okay, geil. Aber sonst war es halt so, ja. Irgendwie. Okay, Kaguya it is. Okay, wahrscheinlich the day of Kaguya ist heute. Wow.
Jetzt kann man das so oder so sehen, ne? Jetzt kann man das so oder so sehen. Ich meine, jetzt ist die Sache, ist natürlich reine Glückssache, dass man jetzt sieht, auch wenn die Rates erhöht werden. Keine Ahnung, dreifach, sechsfach und so und so fort. Aber ich sag mal so, like legit, ich sag mal so, Gott sei Dank kann ich am Ende des Tages sagen, ich muss nur noch drei Multis machen und dann habe ich ihn garantiert. Versteht ihr, was ich meine? Und ich finde, das ist wirklich, dass man halt eine Garantie hat, das tut schon sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber sonst, Freunde, eigentlich, ich hatte legit einmal, der einzige Charakter, den ich mal so nicht im Garantierten hatte, nicht im Multi, war beim allerersten Multi bei Madara. Und deswegen hänge ich so an Edo Tensei Madara. Aber außerhalb davon, wie gesagt, auf Step 3 und Step 6 haben wir Kaguya bekommen. Da bin ich echt glücklich darüber. Und ich glaube, die anderen Charaktere, die sind nicht ernennenswert. So. Naja, Freunde, so viel zu Mushizui. Guck mal, Awake, wie geil der aussieht. Deswegen hätte ich ihn auf jeden Fall gerne. Guck mal, was heute Abend im Stream abgeht. Ich glaube nicht, dass wir wieder... Wie viel Pearls brauchen wir da wieder? Wie viel Pearls brauchen wir? 100 nur. 100, boah, ich glaube, ich weiß, ob wir 100 Pearls im Stream farmen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht gehen wir all out und ham. Vielleicht schaffen wir es heute noch. Wenn nicht, die Tage auf jeden Fall, Freunde. Shisui, ich habe euch gesagt, lasst mal ganz kurz abchecken, wie so seine Super-Attacks zumindest aussehen. Wie er detailliert ansieht, könnt ihr euch gerne mal selbst abchecken an der Stelle. Der ist wirklich Full-Dupe krank. Ich glaube, Full-Dupe ist ja brutal. Ich habe in den letzten Tagen Showcases gesehen von Kabukun, Nagato Blazing und von unserem Boy Shiny. Und mit seinen Dodges etc., was für ein Angriffsset der kommt, ist er, denke ich, echt nice. Aber wie gesagt, man kann auf jeden Fall auch sparen auf Weihnachten bzw. Neujahr oder mal das Birthday, Freunde. Aber ich hätte ihn gerne. Schaut euch mal sein Artwork an. Das ist doch... das ist doch richtig geil. Erste Super-Attack von ihm sieht an der Stelle folgendermaßen. Ich hätte ihn echt gerne jetzt mal, legit. Ich hätte ihn echt gerne. Mal gucken, was wirklich in den nächsten Multis passiert. Und ich sag's euch jetzt schon mal, Freunde, im Streamplan steht aktuell dran, dass wir Dokkan, Legends und Blazing machen. Vielleicht machen wir nur Legends. Nur Blazing, sorry. Nur Blazing, damit wir da die Pearls holen. Aber gucken wir mal, gucken wir mal. Legends Dailies muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich glaube, die werden wir auf jeden Fall machen. Ja, lange Rede, kurz hin, Freunde. Gucken wir uns noch die letzte Ulti von unserem Shizu ein. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück, falls ihr noch summon werdet. Und wenn euch das Ganze gefallen... Oh, geil. Wenn euch das Ganze gefallen, gebt dem auf jeden Fall ein Like. Und ich und Shizui... den ich nicht habe, sagen tschüss. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Spaß oder Glück, falls es zusammen werdet, etc. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage. Haut rein, Freunde. Peace.